waren die Männer auf hoher See und die Frauen des Dorfes sind hier im Fjord auf Heringsfang gegangen. Im Meer der Frauen. Als die Bucht leer gefischt war, kam meiner Mutter zum Glück die Idee, auf Aquakultur umzusteigen. Zu züchten. Das hat hier viel verändert. Oh, Entschuldigung. Ja. 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 Ui. Entschuldigung. Ja, ich muss auch los. Sie melden sich noch, wie viele Setzlinge Sie brauchen? Ja, natürlich. Aber ich muss Ihr Angebot noch mit Rotel Dom besprechen. Natürlich, dann höre ich von Ihnen. Wiedersehen. Das ist doch total peinlich, Mama. Überhaupt nicht. Schließlich ist Nationalfeiertag. Komm, darf dich erinnern, letztes Jahr hat dir der Umzug noch Spaß gemacht. Ja, letztes Jahr, da war ich auf 15. Mama, ich bin jetzt 16, das heißt doch Umzug der Kinder. Bis 18 macht ihr mit, so ist die Tradition. Das ist eine Scheißtradition. Total hinterm Mond, genau wie das ganze Dorf hier. Deine Freundinnen machen alle noch mit, sind die auch hinterm Mond? Na komm, beeil dich. Los! Und? Wunderschön. Er ist mir ein bisschen zu sexy. Genau. Klar, dass da die Jungs ausrasten. Haha. Du bist total doof, Papa. Haben. Wir wissen auch gar nicht, wie sie nach all den Jahren aussieht. Hallo, Christine. Hallo, Petter. Was machst du hier? Hallo, Merit. Ich war geschäftlich in der Gegend. Ich dachte, ich guck mal vorbei, wie es inzwischen so aussieht. Ist ja heute auch Nationalfeiertag. Einfach so? Nach all der Zeit? Ja, genau. Einfach so nach all der Zeit. Ich geh wieder runter. Ja. Hallo, ich bin Ida. Du bist also meine Tochter. Bist du fast erwachsen? Siehst du endlich, sag's mal jemand. Willst du uns nicht vorstellen? Das ist Marit, meine Schwester. Ach, du bist die Tante, die damals einfach abgehauen ist. Ja, genau. Genau die bin ich. Cool, dann bleib doch zum Essen. Papa macht heute Lachs Spezial.
So spezial ist der nun auch wieder nicht. Marit hat bestimmt keine Zeit dafür. Ach, eigentlich schon. Ich habe ein paar Tage frei. Dann kannst du doch bei uns wohnen. Wir würden uns freuen, Marit. Danke. Wo hast du deine Sachen, Tante Marit? Nur Marit, bitte. Und ein Modell. Können wir sie holen? Gern. Wir würden uns freuen, Marit. Ich freue mich. Christine, bitte, wir kriegen das wieder hin. Sie diktiert doch schon wieder, wie es läuft. Merkst du das nicht? Das ist unfair, die Tochter einfach... Wir wussten die ganze Zeit, dass sie irgendwann zurückkommen würde. Ich wusste es irgendwann nicht mehr. Gut. Ich soll also versuchen, so zu tun, als ob das alles ganz normal ist, ja? Ist nicht für lange. Das wissen wir nicht. Ich gehe mich umziehen. Und du wohnst in London? Was machst du da? Mode, meine eigenen Sachen. Du bist Modedesignerin? Machst du auch so große Shows und so? Nein, ich habe einen kleinen Laden in Camptown. Camptown? Oh, cool. Da laufen am Nationalfeiertag auch alle Norweger in Tracht rum. Ich bring deine Sachen schon mal mit. Eltern haben ein gemütliches Haus hinterlassen. Nur du fandst es immer zu dunkel und zu muffig. Und du hast es sie spüren lassen. Ja, deswegen habe ich auch mein Zimmer schwarz angestrichen. Du warst nicht bei ihrer Beerdigung. Du weißt ganz genau, dass mich die Nachricht von dem Unfall viel zu spät erreicht hat. Ach ja? Warst du traurig, dass ich nicht da war? Ich würde gern auspacken. Welches Zimmer kriege ich denn? Dein altes ist jetzt das Gästezimmer. Christine, auch wenn du es nicht glaubst, es ist schön, wieder hier zu sein. Gib gleich Essen. Peter bekommt nächstes Jahr die Tour mit der Schnellfähre nach Bergen. Da bin ich schneller zu Hause. Wann bist du eigentlich von zu Hause abgehauen? Das war noch vor deiner Geburt. Stimmt. Das war lange, lange davor. Da warst du bestimmt noch ganz jung, oder? 17? Und das haben Oma und Opa erlaubt? Wie man es nimmt. Man könnte auch sagen, sie waren froh, mich los zu sein.
Und bist du dann direkt nach London gegangen? Nein, erst nach Oslo. Aber das war mir dann auch zu klein. Ich habe mir einen Rucksack gekauft und bin nach Südamerika, Asien, Australien und dann bin ich in London hängen geblieben. Wow. Hast du Fotos von deinem Laden? Mhm. Kann ich sie sehen? Hier. Schick. Guck mal, Papa. Sieht gar nicht so klein aus. Zugegeben, es läuft ganz gut. Und? Ist ein Mann in London? Nein. Hat keiner länger mit mir ausgehalten. Oder ich nicht mit ihnen. Hast du Kinder? Nein, auch nicht. Weißt du noch, wie wir als Kinder immer... Was machst du hier? Warum tauchst du heute hier auf, nach all der Zeit? Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, das Chaos aus meinem Leben zu beseitigen. Bin ganz gut vorangekommen. Aber da ist noch eine unaufgeräumte Ecke. Du hättest dich anmelden können. Ja, ich hätte mich anmelden können. Aber meinst du, dass ihr dann auch hier gewesen wärt? Oder nicht vielleicht doch im alten Ferienhaus? Weißt du noch, als Papa und Mama uns hier oben erwischt haben? Es war strengstens verboten, hier zu spielen. Viel zu gefährlich. Du hast trotzdem weiter hier gespielt. Und du hast mich verpfiffen. Hab ich nicht. Du warst zu laut. Irgendwie hast du es immer darauf angelegt, erwischt zu werden. Du immer die Gute und nicht immer die Böse, oder? Fang bitte nicht wieder damit an. Nein, ich fange nicht wieder damit an. Deswegen bin ich nicht hier. Was soll denn dann dieses ganze, weißt du noch, Gerede? Christine, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich versuche, hier irgendwie anzukommen? Um was zu tun, Marit? Lass Ida in Ruhe, sie ist meine Tochter. Du warst doch mit allem einverstanden. Du wolltest deine Freiheit, du bist einfach verschwunden. Du hast kein Recht mehr an ihr. Nein, ich habe kein Recht. Der einzige Mensch, der hier ein Recht auf irgendetwas hat, ist Ida. Und vor allen Dingen hat sie ein Recht auf die Wahrheit. Nein, ich habe auch Rechte. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich Pflichten übernommen. Verbindlichkeiten, Marit. Das muss man, wenn man eine Familie möchte. Du wolltest keine. Ich hab's mir anders überlegt. Hast du das? Und wann genau ist das passiert? Heute Abend vielleicht? Weil es mit Ida so lustig war? Nein, nicht, weil es mit Ida so lustig war. Kannst du dir vorstellen, wie schwer es für mich ist, überhaupt hierher zu kommen? Bestimmt auch nicht schwerer als ein Kind großzuziehen. Und ich lasse ganz sicher nicht zu, dass du hier einfach auftauchst nach 16 Jahren und alles durcheinander bringst. Und ich lasse nicht zu, dass schon wieder irgendjemand über mich und Ida bestimmt.
Du willst es ihr sagen? Okay, sag's ihr. Christine! Ich möchte doch einfach nur ein paar Tage hier bleiben. Ein paar Tage zusammen, das schaffen wir doch, oder? Erkälte dich nicht. Meinst du, du bist heute Abend pünktlich da? Ich habe mal ein paar Tage frei und bleib zu Hause, solange sie da ist. Geht nicht. Du heißt doch Herrn Larsen. Das Geschäft heißt aber nicht Larsen, sondern Gustavsen. Nur weil sich deine Mutter keinen freien Tag gegönnt hat. Lass das mit meiner Mutter. Ich schaff das schon. Ich sehe einfach zu, dass ich mit den Einkäufern durch bin, wenn Ida aus der Schule kommt. Wollen wir ihr nicht einfach vertrauen? Sie wird merken, was für Ida das Richtige ist. Wer? Marit? Der alles nicht schnell genug gehen kann? Tschüss. Das Wetter mitspielt, bin ich pünktlich wieder hier. Ich löse dich ab. Morgen. Morgen. Oh, hm. Warte. Hier. Danke. Die Katze war es, ich hab's selber gesehen. Ist ja lustig. Ich hatte früher auch eine Katze, die mir alles kaputt gemacht hat. Aber Christine wird trotzdem sofort wissen, dass ich das war. War sie eigentlich schon immer so? Wie denn? Na ja, so bilderbuchmäßig. Ja, immer. Ihr ist nie was kaputt gegangen. Sie war lieb und brav. Ich war nie brav und hab alles kaputt gemacht. Wenn's dich beruhigt, ich bin auch so. Sagt sie auch immer. Was für ein Zufall. Na, sie meint's natürlich nicht so. Ja, ich habe mit Rotterdam gesprochen. Und es tut mir leid, aber wir können unmöglich mehr als 70.000 Kronen für die Ersetzung bezahlen. Auf keinen Fall. Ich kann nicht unter 100.000 gehen. Oder muss ich mich nach einem anderen Interessenten umschauen? Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie bluffen. Sie sind schließlich nicht die Einzige mit einer Aquakultur hier. Ja, es ist, wie Sie selbst gesagt haben, die Zeit habe sich geändert. Ja, also gut, 90.000. 75. 80. Weil sie es sind. Dio. Aber die Frachtkonditionen nach Holland müssen wir noch neu aushandeln. Wenn sie hat das nicht bis morgen Zeit, ich muss dafür mit dem Spediteur telefonieren. Ich brauche die Antwort noch heute. Das ist mein Zimmer.
Deine Mutter liebt dich sehr. Klar, sie hat ja auch keine Wahl. Umtausch ausgeschlossen. Sag mal, hast du nicht eigentlich Schule oder so? Eigentlich schon, aber nicht so richtig Bock. Hast du Stress? Mhm. Da ist nur dieser Typ, der mich nicht unbedingt über den Weg laufen will. Gefällt er dir? Gefällst du ihm auch? Keine Ahnung. Und jetzt möchtest du, dass er den ersten Schritt macht? Kannst du bitte gehen? Klar. Ach ja, und verrätst du mich bitte nicht, wenn Mama nachher kommt? Ich sag ihr einfach, ich hatte Kopfschmerzen. Hi, es bin... Marit? Ja? Das ist ja eine Überraschung. Hallo, Mats. Ich wollte zu Peter. Peters arbeiten. Ah, ich dachte, er hätte Spätschicht. Schön, dich wiederzusehen. Das finde ich auch. Geht's dir gut? Ja, gut. Na, sehr gut sogar. Ich hab die alte Werft wieder flott gemacht. Restaurierboote. Schön. Komm doch mal vorbei, wenn du unten bist. Mach ich, wenn ich mal Zeit habe, ja? Mach's gut. Hi, hi, Christine. Hi, Mats. Fängst du schon wieder an wie früher? Keine Ahnung, was du meinst. Reicht's nicht, dass du Mats einmal unglücklich gemacht hast? Jetzt hör mal auf, er war nicht wegen mir hier, sondern wegen Petter. Ich bin nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Wo ist die Vase? Kaputt. Ist mir aus Versehen runtergefallen. Ich kauf dir eine schönere. Nicht nötig. Kann ich was helfen? Marit, du musst mir jetzt nicht die ganze Zeit demonstrieren, wie sehr du dich geändert hast, hm? Gut, dann würde ich, wenn es dir recht ist, einen Spaziergang durchs Dorf machen. Soll ich was mitbringen? Du könntest Milch mitbringen. Ich habe zu wenig gekauft. Hallo, Edda. Hi, Marit. Seit wann arbeitest du hier? Der Laden gehört mir. Jon Mogens. Er ist jetzt mein Mann. Oh, herzlichen Glückwunsch. Marit? Das ist ja eine Überraschung. Oh, schön, dich zu sehen. Was treibt dich denn hier? Lange Geschichte. Mogens, die Ware. Die Ware. Du musst nicht eifersüchtig sein. Ich will ihn nicht wieder zurück. Weißt du eigentlich, wie froh wir waren, als du weg warst? Marit Gustafsson. Alle waren froh. Na dann.
Hi, Frau Gustafsson. Ich wollte bloß zu Ida. Ida macht Hausaufgaben. Hast du keine Hausaufgaben auf, Ole? Vielleicht. Bestimmt. Okay, okay. Aber eine SMS darf ich ihr schon schicken. Tschüss, Ole. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Hast du deine Hausaufgaben fertig? Oh, Mama! Na? Und die Welt hat wieder ungerecht zu dir? Sie hat Ole weggeschickt, ohne jeden Grund. Deine Lehrerin hat heute Nachmittag angerufen. Sie macht sich Sorgen, weil du so viel Unterricht versäumst. Ich hab Kopfschmerzen. Du hast in letzter Zeit ziemlich häufig Kopfschmerzen. Marit hat gesagt, sie hatte die auch oft in dem Alter. Oh. Mhm. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe das immer mehr so als Ausrede benutzt. Dann gehen wir morgen mal zum Arzt damit. Hm? Jetzt sind die ja wieder weg. Dann sag mir doch das nächste Mal bitte gleich Bescheid, wenn du sie hast, und zwar bevor du aus der Schule verschwindest. Ja klar, du glaubst mir immer wieder nicht, ne? Das ist ja auch so unwahrscheinlich, dass ich mal krank bin. Ach, vergesst es doch. Ja, bitte. Das hat sie nicht so gemeint. Das weiß ich selber. Entschuldigung. Vielleicht würde ich ihr helfen, indem ich ihr erkläre, wozu das bei mir geführt hat, diese ganze Schulschwänzerei. Hm? Auf gar keinen Fall. Wir haben das bisher auch ohne dich ganz gut hingekriegt, oder? Ida? Natürlich glaube ich dir. Lass uns morgen zum Arzt gehen, ja? Na gut, schlaf gut. Vielleicht hilft's ja, wenn Marit mal mit Ida redet. Auf gar keinen Fall. Fällst du mir jetzt in den Rücken? Wir sollten Ida die Wahrheit sagen. Das meinst du nicht ernst, oder? Nein. Nein, nicht jetzt. Peter, gerade jetzt braucht Ida Orientierung und Halt. Ach, das haben wir schon so oft gesagt. Was ist mit der Schule? Ich finde nicht, dass wir ihren Schulabschluss aufs Spiel setzen sollten. Selbst wenn meine Schwester sich wirklich verändert hat, ich glaube nicht, dass die alte Marit hier ganz verschwindet. Christine, bitte. Ihr seid doch keine 13 mehr. Ich fühle mich aber gerade so. Ich schlafe, Mama. Ich bin's, Marit. Lass mich in Ruhe.
Ida, ich wollte dir das erklären. Lasst mich in Ruhe. Das ist es. Lust auf einen Ausflug? Nimmst du die Masch? Klar. Hast du Proviant? Ja, klar. Hallo, hier ist Ida. Hi. Ja, total gerne. Auf jeden Fall. Wo ist denn die Party? In Vimeroy. Okay, cool. Nein, ich komme auf jeden Fall. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, Ole. Okay, ich bin pünktlich. Bis dann. Schnüffelst du jetzt für Mama rum, oder was? Nein. Nein? Ich würde dir nie hinterher spionieren. Das würde ich nicht tun. Ach, stimmt. Du bist ja die coolere von euch beiden, ne? Du wärst doch an meiner Stelle auch zu der Party gegangen, oder? Ja, ganz bestimmt. Ida? Ja, Mama, ich bin hier. Und freu dich, ich mache Hausaufgaben. Ich habe uns Tee gemacht. Kommt Petter heute nicht? Der hat Spätdienst. Und wie war's auf dem Fjord? Schön.
Dein Laden scheint ja gut zu laufen, dass du ihn so lange allein lassen kannst. Ich habe eine Angestellte, die kümmert sich um fast alles. Und meine Entwürfe kann ich auch hier machen. Das ist auch Arbeit. Ich habe dich eigentlich immer beneidet. Du hast ganz genau gewusst, was du willst. Du wolltest Petter, du wolltest deine Familie und du wolltest das Geschäft. Ach so, du denkst, die Zucht läuft von selber? Nee. Die Umweltgifte kommen auch hier an. Wir müssen ständig forschen, wie wir den Bestand schützen können. Und das geht ins Geld. Die Preise sinken. Ja, aber du hast ja nicht bei Null angefangen. Dafür hatte ich nie die Freiheit, mir auszusuchen, was ich mache. Du hättest sie denn nehmen können. Na klar. Und wer hätte sich um den Laden gekümmert? Um die Familie? Wärst du etwa eingesprungen? Marit, das Geschäft hat dich nie interessiert. Du wolltest immer nur machen, was dir Spaß macht. Ja, ich wollte meinen Spaß haben und ich habe ihn auch gehabt. Aber ich habe nie vergessen, was ich hier zurückgelassen habe. Ida, schläfst du schon? Ida? Ida ist weg. Und sie geht auch nicht an ihr Telefon. Ja, jetzt regt die mal nicht so auf. Wahrscheinlich ist sie einfach nur mit Freundinnen unterwegs und kommt bald wieder. Weißt du etwa, wo sie ist? Oh ja, du weißt es. Sag schon. Es könnte sein, dass sie mit dem Boot nach Wimmeroy gefahren ist zu einer Party. Nach Wimmeroy? Auf eine Party? Mit wem? Mit Ole. Natürlich, sowas musste ja passieren, wenn du da bist. Das ist total ungerecht und das weißt du auch. Wo gehst du hin? Ja, wohin wohl? Ich hol die ab! Wenn sie denkt, sie kommt mit sowas durch. Ich komm mit. Auf gar keinen Fall. Du warst noch nie nachts allein mit dem Boot in Wimmeroy. Ich komm mit. Thank you.
Sag mal, Christine, wovor hast du eigentlich Angst? Ich meine, soweit ich mich erinnern kann, schlafen Teenager auch tagsüber miteinander. Das war ein Witz. Wie geht's ihr? Sie ist total erschöpft. Sie schläft jetzt. Marit, ich möchte, dass du schon morgen früh abreist. Warum? Weil du Ida durcheinander bringst. Weil du ehrlich gesagt alles hier durcheinander bringst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass all deine Verbote nur das Gegenteil bewirken? Keine Ahnung, wovon du redest. Es ist genau wie früher. Du warst immer schon der verlängerte Arm von Mama und Papa. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Vielleicht warst du ja ganz froh, dass ich immer das schwarze Schaf war. Das ist nicht wahr. Oh doch, das ist wahr. Und ich lasse nicht zu, dass meiner Tochter das Gleiche passiert. Deiner Tochter? Fällt dir spät ein. Oder bin ich daran auch schuld? Obwohl ich mich die ganzen Jahre um dein Kind gekümmert habe? Während du um die Welt gereist bist auf der Suche nach dir selbst? Du drehst mir jedes Wort im Mund um. Und du hast keine Ahnung, wie viel Mühe es kostet, ein Kind großzuziehen. Ach, hör doch auf zu jammern. Du hast doch immer Kinder gewollt. Warum hast du ihr denn nicht die Wahrheit gesagt, weil du sie für dich alleine haben wolltest? Warum hast du nicht noch mehr Kinder gekriegt? Ich sag dir warum. Weil du Angst hattest, dass es das Geschäft kaputt macht. Wie kannst du es wahren? Stimmt das, Mama? Ist sie meine Mutter?
Ida. Schatz, ich bring dich ins Bett, ja? Wir reden da morgen drüber, in Ruhe, ja? Wenn Papa da ist. Warum hast du mir denn nie irgendwas gesagt? Ida, bitte. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich alle immer so anstand, ne? Weil jeder hier im Dorf Bescheid weiß. Nur ich weiß es mal wieder nicht. Lass mich in Ruhe. Keiner weiß es, du bist meine Tochter. Hör auf zu lügen, Mama! Du bist eine Scheißmutter, weißt du das? Und du auch! Wisst ihr was? Lasst mich doch bitte einfach in Ruhe! Ich will euch nie wiedersehen! Hört ihr? Nie wieder! Ida weiß es jetzt. Sie weiß alles. Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Kein Problem, komm rein. Was ist denn passiert? Es war ein Fehler, nach Hause zu kommen. Es war ein Riesenfehler. Ich finde das nicht. Tut mir leid, Mats. Ich kann das nicht. Es wäre wie früher. Es wäre nicht richtig. Marit, bitte bleib. Du kannst mein Schlafzimmer haben. Ich schlaf da. Danke. Entschuldigung? Ja? Fahrt ihr nach Oslo? Ja. Könnt ihr mich mitnehmen? Wir nehmen doch keine Ausreißer mit. Hey, steig ein. War ein Witz. Ida? Das ist alles meine Schuld.
Weit kann sie ja nicht gekommen sein um die Uhrzeit. Ah, also erst im Bus fährt er erst um 6. Wahrscheinlich ist sie bei einer Freundin. Mhm. Christine hier. Ist Ida bei euch? Okay. Danke. Mette, ja? Christine hier. Ist Ida bei euch? Ja, gut. Hm? Warum wolltest du mich nicht haben? War ich dir nicht süß genug? Warum bist du überhaupt zurückgekommen? Warum bist du nicht für immer weggeblieben? Darf ich? Um Gottes Willen, du glühst ja. Soll ich dir eine Wärmflasche machen oder was heißt es zu trinken? Mir ist schon total heiß. Stimmt. Am besten wird es sein, du legst dich hin und schläfst ein bisschen. Hm? Hier? Mats hat das Bett ganz frisch überzogen. Du willst nach Hause. Wo schläfst du denn dann? Auf dem Sofa. Das Bett ist breit genug für zwei. Ida ist bei mir. Wir sind bei Mats. Es geht ihr nicht gut. Ich habe sie ins Bett gesteckt. Danke. Ich hole sie ab. Hör mir zu. Ich sage, es geht ihr nicht gut. Ich werde einen Arzt holen. Welchen Arzt? Na, Dr. Hellström. Der praktiziert schon seit 10 Jahren nicht mehr. Er wird ja wohl einen Nachfolger haben, oder? Marit, bitte, es ist besser, du überlässt das mir. Hm? Diesmal nicht. Diesmal kümmere ich mich. Nein, ich hole sie ab. Christine, warte!
willst du denn hin? Sie will sie uns wecken. Ich hab's gewusst, Moment sie will. Moment mal, erzähl doch erst mal. Nein, ich muss sie holen. Wieso steckt sie denn? Bei Marit. Komm mit, auf dich hört sie vielleicht. Schluss jetzt, du gehst nirgendwo hin. Aber... Nein, kein Aber. Ich fahre jetzt zu ihr hin, und zwar allein. Okay. Wir sind bei Mats. Aber es ist besser, sie bleibt jetzt erstmal hier. Können wir reden? Was erwartest du von uns? Ich habe jeden Tag an Ida gedacht. Jeden Tag meines Lebens. Ich hatte sie einen Tag besser. Ich habe sie immer geliebt. Das sah damals aber anders aus. Damals sah so einiges anders aus. Da hat meine Mutter vor mir gestanden, hat entschieden, was das Richtige für mich ist, was das Richtige für uns alle ist. Tja, eine kluge Frau, eure Mutter. Ja, so kann man es auch sehen. Sie hat gedacht, sie kennt mich. Aber die Entscheidung war falsch. Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Ich habe keine Ahnung, wie viele Anläufe ich gemacht habe, nach Hause zu kommen. Aber? Ich habe gedacht, ihr wollt mich nicht zurückhaben. Bist also doch gekommen, um Ida zu holen? Nein. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich für sie da sein, wenn sie mich braucht. Du meinst, du kennst sie jetzt nach so kurzer Zeit. Du kannst jetzt beurteilen, was sie braucht. Christine konnte nie Kinder kriegen. Weißt du das? Ich habe Christine immer geliebt. Ida war unsere Tochter, vom ersten Moment an. Ruf sie, wenn es ihr besser geht.
Und wie geht es ihr? Das Fieber ist runter. Wie lange waren wir eigentlich nicht mehr zusammen, als sie geboren wurde? Warte bitte nicht. Wie lange? Über ein Jahr. Leider. Wie lange sitzt du schon hier? Noch nicht lange. Lügner. Wie geht's ihr? Wir werden es überleben. Wann kommt sie nach Hause? Hey, lass ihr etwas Zeit. Du bist ja wach. Hier. Danke. Geht's dir besser? Geht so. Wer ist mein Vater? Ich weiß nicht, wer dein Vater ist, Ida. Viele Sachen, die man sich über mich erzählt, stimmen wirklich. Spaß mir. Ich weiß es wirklich nicht, leider. Scheiße. Ja. Scheiße. Ich will nicht nach Hause. Ist es okay, wenn ich noch ein bisschen hier bleibe? Na klar. Es wäre gut, wenn wir nächste Woche 3 Tonnen zusätzlich bekommen könnten. Frau Gustafsson? Hören Sie, wieso besprechen Sie das nicht mit Herrn Larsen? Bitte entschuldigen Sie mich. Ins Bett mit dir. Oder möchtest du dich hier hinlegen? Zeig mal die Zeichnung. Sieht ein bisschen aus wie unsere Tracht. Ich habe mir gedacht, ich pepp sie mal ein bisschen auf. Willst du aber nicht in London verkaufen, oder? Warum nicht? Oder hast du Angst, du kommst nicht mehr besuchen und dann laufen alle rum wie hier am Nationalfeiertag?
Was machst du hier? Es ist zu still im Haus. Ich halte das nicht aus. Es geht ihr besser. Sie möchte aber noch nicht nach Hause. Morgen. Alles gut, ich bin wieder fit. Ja, dann werd erstmal in Ruhe wach. About to call you. I could be back tomorrow. Yeah, I should be able to catch an evening flight tonight from Bergen. Give me a minute, I'll just call you back. Du musst morgen wieder in London sein. Du nimmst heute Abend einen Flug von Bergen, right? Right. Ich will mit. Willst du mich schon wieder nicht haben? Aber Ida, natürlich will ich dich haben. Ich kann doch auch in London zur Schule gehen. Ich kann gut Englisch. Und meine Freunde, die können mich besuchen, oder? In den Ferien, die finden London bestimmt total cool. Wer sagt's deinen Eltern? Ich. Traurig, weil ich wieder fahre. Solborn ist nicht London. Versteh schon. Passen einfach nicht zusammen. Da wäre ich mir nicht mal so sicher. Wir müssen los. Pass auf dich auf. Hat sie angerufen? Nein. Ich bin beim Shoppen.
Ida will mit mir mitkommen. Jetzt gleich. Das war nicht meine Idee. Ich hab's mir fast gedacht. Ich werde sie nicht aufhalten. Euch beide nicht. Ich hätte viel früher über alles mit ihr reden müssen. Und ich hätte früher zurückkommen sollen. Damit hat sie gleich zwei Mütter, die versagt haben. Scheint in der Familie zu liegen. Ich werde so gut auf sie aufpassen, wie ich irgendwie kann. Falls es Probleme gibt, wir sind immer für Ida da. Für euch beide. Du musst los, sonst verpasst du die Fähre. Marit? Sie haben dich vermisst. Mama und Papa. Sie haben natürlich nie was gesagt, aber ich konnte es ihnen ansehen. Und ich auch. Ich habe dich auch vermisst. Ist die groß, die Wohnung in London? Es geht so. Aber wir können uns ja auch noch was anderes suchen. In Notting Hill? Ja, oder wir finden was, was noch teurer ist. Es geht zu weit. Ida würde uns das nicht verzeihen. Ich glaube, es ist Zeit anzurufen. Ich weiß nicht. Vielleicht willst du sie ja noch mal sehen und sonst ist es zu spät. Okay. Ida? Mama? London wird bestimmt toll. Ich beneide dich. Danke. Ich liebe dich, Süßer. Ich liebe dich auch, Mama. Ich will aber ein Autogramm von der Queen. Thank you.
Wir schaffen das. Das Team, wir schaffen das. Liebe Christine, mir ist klar geworden, wie sehr Ida dich braucht. Du bist ihre Mutter, genau wie ich. Aber deine Liebe zu ihr ist so groß, dass du sogar bereit warst, sie gehen zu lassen. Ida weiß das jetzt und nur darauf kommt es an. Sie muss erfahren, wer ihr Vater ist. Und ich will lernen, ihr zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Sei umarmt von deiner kleinen Schwester Marit. PS? Bitte sag Petter, ich freue mich auf seinen nächsten Lachs-Spezial.